Hallo meine Lieben, da sich das vorige Channeling, was ich gemacht habe, nicht so gut angefühlt hat, habe ich mich dazu jetzt beschlossen, dass ich eine Räucherung jetzt anmische. Für Schutz und Reinigung. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme euch da jetzt mal mit und zeige euch mal, wie das funktioniert. Genau. Also ich habe hier mal Oponax. Das ist für Schutz und innere Mitte. Dann Lavendel schützt auch sehr gut und ist auch für Reinigung und steht auch für Reinigung. Und dann habe ich hier Salbe. Es ist wurscht, weil Salbeblätter oder Salbeblättertee, das ist egal, man kann beides nehmen. Genau, und etwas Salz. Genau. Da habe ich jetzt nur das Kristallsalz, aber mehr Salz ist besser, aber man nimmt halt das, was man halt gerade da hat. Wenn man halt etwas Negatives oder beziehungsweise eine negative Präsenz da hat oder glaubt, dass etwas negativ ist. Genau. Und das mischt man dann alles zusammen, eben im Mörser. Dann tut man halt ein bisschen mit den Fingern da umrühren. Und tut es mit seiner Intuition aufladen. Also schütze mich, bring mich in meine Mitte und vertreib das Negative. Genau. Und das legt man dann auf die Räucherkohle. Die habe ich hier schon vorbereitet. Ich habe vorhin schon etwas bisschen geräuchert. Und tut das da eben einfach drauf. Genau. Und das lasst man da halt erst ein bisschen räuchern und stellt sich halt vor, wie ein Schutz aufgebaut wird von den Essenzen bzw. von den Geistern der oder der Energie von den einzelnen Kräutern. Genau, das wollte ich euch mal zeigen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Liebe, euer Michael.